Morgen! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe einen kleinen Anschiss gekriegt. Und zwar von dem kleinen Hans. Ich hätte seine Kommentare falsch gelesen und ich möchte mir das auch alles nochmal genau angucken. Und ja, das habe ich mir zu Herzen genommen. Und habe mir ein kleines Lehrvideo angeschaut zum Thema, wie gehe ich richtig mit diesen Brettern um. Und eigentlich müsste ich doch jetzt so ein Ding in der Hand haben, müsste ich nicht? Hallo? Sollte ich jetzt nicht so ein Teil in der Hand haben? Da ist es. So, und jetzt habe ich mal Folgendes gemacht. Ich fliege mal. Und habe hier so ein Brett in der Form reingebaut. Da kann man es vielleicht ein bisschen sehen. Da liegt es, da, ja. Da geht es so diagonal lang. Und das klappt mittlerweile einigermaßen gut. Das Anbauen ist allerdings noch ein Problem. Und das wollen wir jetzt mal zusammen durchgehen. Also erstmal muss ich das Ding in den richtigen Winkel bekommen. Dann muss ich es irgendwie so drehen. Nein, ich muss es erst so drehen, dann so drehen, dann so drehen. Und jetzt kann ich es wieder. Wie ging das denn jetzt? Ah, ich hab's doch verhindert. Nix geht. So. 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 Wie ging's denn jetzt? Ich hab's doch vorhin schon hingekriegt. Ah, wir kommen der Sache näher. So, jetzt nochmal so. Und jetzt muss es nur noch irgendwie so gedreht werden. Ich glaube, jetzt habe ich es, ne? Ich glaube, da haben wir schon den richtigen Winkel. Und dieses Brett muss jetzt nur noch an dieses dran klicken. Das heißt, ich habe ja auch diese Zoom-Funktion. Damit kann ich gucken, ob die beiden Sachen bündig liegen. Nur ich krieg's jetzt nicht bündig an das andere Brett. Oder ist das so bündig an dem anderen Brett? Nee, ich würde sagen, das nicht. Ist ein bisschen schwierig zu erkennen, weil man hat halt wenig Konturen. Manchmal hilft da einfach der richtige Winkel, wie man. Das ist nicht ganz einfach. Es ist nicht ganz einfach. Na, jetzt ist es schon wieder rausgepoppt aus der Halterung. Oder liegt es vielleicht auch im Grid? Ich würde sagen, dass diese schwarze Kante hier, diese unterste, das würde ich doch sagen, ist der Knick von unserem Brett. Diese hier. Und ich möchte gerne, dass die untere Kante, also die obere Kante von unserem neuen Brett jetzt damit bündig ist. Das ist aber irgendwie nicht so ganz leicht. Und daran bin ich gerade bei meinen Trainingsaufnahmen, um zu warten, dass der Tag zu Ende ist, irgendwie leicht gescheitert. So, ich kann das Brett nicht zu breit machen, sonst haben wir eine Lücke. Ich kann es auch nicht zu schmal machen. Ich würde gerne, dass das Brett ungefähr diese Breite hat. Und dass es sich bündig zu diesem Brett verhält, was aber nicht richtig geht. Es ist auch noch ein bisschen zu lang. So. Und jetzt soll es da dran poppen. Obwohl, so geht vielleicht auch. So geht vielleicht auch. Ich mach mal Glück. Und jetzt das nächste. Müsste jetzt ja nur. Ah, mit Shift. Falsche Richtung. Ein Stückchen länger sein. Na, ist vielleicht ein Stück zu lang. Ich muss mich noch daran gewöhnen, welche Tasten ich drücken muss. So, aber jetzt geht das immer tiefer in das. In dieses Brett da rein, ne? Das möchten wir ja eigentlich nicht. Es soll ja schon auf der Oberfläche bleiben, eigentlich. Und wenn ich das jetzt wieder anlege. Ich hau das andere dann nochmal raus, das hier. Und das hier.
So, das ist nicht ganz, das ist nicht ganz, das ist noch nicht ganz einfach. Ihr müsst euch einfach noch ein bisschen mehr anstrengen. Das muss jetzt kürzer werden. So. Das muss jetzt länger werden. Und das muss jetzt auch wieder länger werden. Und das muss jetzt da dran poppen und länger werden. Und das muss jetzt da dran poppen und länger werden. So ungefähr. Ja, es passt jetzt nicht ganz. Es passt nicht ganz. Aber man kann die Idee erkennen dahinter, ne? So, wie war das jetzt länger werden? Nein, es war genau andersrum. So. Bisschen knifflig manchmal. So. Ich glaube, wir haben es, oder? Na, schön dort an die Kante. Das müssen wir eigentlich schon wieder kürzer werden, ein bisschen. Und hier auch wieder ein Stück kürzer. Dann wäre das erste Dachteil. Es ist jetzt nicht ganz bündig. Da hat mir einfach die Perspektive gefehlt. Aber das kann man vielleicht später noch ein bisschen nachbessern. Wenn wir jetzt müssen wir das natürlich hier erstmal wieder in den richtigen Winkel bekommen. Also das geht besser ohne das Grid. Jetzt kann man Backspace drücken, hat man es wieder normal ausgerichtet. Jetzt kann man es erstmal so ausrichten. Jetzt mit das so kippen. Und links, rechts, hoch, runter. Das ist jetzt etwas schwierig, habe ich so den Eindruck. Das hatte ich doch vorhin aber schon hingekriegt. Erst so ausrichten. Dann so. Und jetzt kann ich das so drehen. Und jetzt möchte ich es noch nach hinten kippen. Das geht aber nicht mehr. Ah, so, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Jetzt muss das ganze Ding kürzer werden. So. Dort oben schön in die Ecke rein. Und klick. Und jetzt wollen wir die Kante. Ich sehe sie nicht. Ach, hängt die jetzt in dem. Wir müssen sinken hier. Sinkflug ein und Zoom an. Aber wir haben hier keine Kante zum Anhalten. Das ist das Problem. Doch, da ist eine. Das ist aber nur so ein Millimeterchen. Alter Falter. Okay. Jetzt soll die länger werden. Jetzt gehen wir wieder in den Balken rein. Wie viel haben wir davon noch? 31. So, das ist mir noch ein Stück zu lang. Vielleicht kann man das erste doch mit Grid positionieren. Nein, so ist kürzer. Argh.
Vielleicht hier. Dann machen wir es einfach dorthin. Jetzt haben wir schon wieder so ein bisschen da innen drinne liegen. Und jetzt machen wir es wieder ein bisschen länger. Der Winkel ist noch nicht richtig. Das ist, glaube ich, das Problem, ne? Genau, das kippt noch ein Stück zur Seite nach hinten runter. Das heißt, jetzt haben wir den richtigen Winkel. So. Dann muss ich das einfach nur mal aus allen Perspektiven angucken. So, das müssen wir jetzt wieder einmal am Grid fixieren. Ein bisschen kürzer machen. Okay, wieder den richtigen Winkel suchen. Es ist manchmal ein bisschen tricky, aber wenn man den Anfang geschafft hat und ein bisschen übt und sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. So. Und ein ruhiges Händchen hat. Und ganz feste an sich glaubt. Dann kriegt man das vielleicht auch ganz gut hin. Mit Glück natürlich. Jetzt drehen wir uns nochmal hier rum. Das sieht schon besser aus als auf der anderen Seite, nicht? Das sieht schon viel besser aus. So, dann machen wir doch nach dem Muster genau weiter. Ich glaube, ich habe hier auch kleinere oder dünnere Bretter genommen, aus Versehen, ne? Aber wenn es hilft, dann hilft's. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Na, 1, 2, 3, 4. Ah, einigermaßen bündig. So, so. Aber irgendwas stimmt doch da jetzt wieder mit dem Winkel nicht, oder? Natürlich, wir haben da einen Abstand. Das ist das. Der hält sich... Ah, na klar, das müsste natürlich tendenziell auch gebogen sein. Man müsste dann hier vielleicht auch nochmal so ein Dach drüber legen. Man wird den Winkel aber wahrscheinlich nie komplett rausbekommen. Oder ich zumindest nicht. Weil eigentlich müssen ja quasi die Bretter jetzt über diesen beiden hier in der Mitte liegen. Und hier über diesen beiden in der Mitte. Ich muss mal schnell ein bisschen hier das gegen den Durst tun. Dadurch kommt der Abstand hier. Weil das natürlich jetzt nicht bis hier rüber geht. Und der Winkel da auch nicht stimmt. Könnte man das irgendwie besser hinkriegen? Dazu gehört eine Menge Übung, glaube ich. Und ein bisschen auch kreative Ideen, die einem wahrscheinlich mit der Erfahrung kommen. Ich probiere mal Folgendes. Ich mache erstmal die Seite zu Ende, weil jetzt habe ich ja diesen Winkel hier. Und dann kann man gleich nochmal ein bisschen... 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4. Dann können wir gleich nochmal ein bisschen ausprobieren, wie man das da, diesen Übergang, ein bisschen kaschieren kann. Und hier muss es wieder ein bisschen schmal. Nein. Ein bisschen kürzer und ich habe es länger gemacht. Also breiter gemacht. So. Und jetzt können wir mal gucken, ob wir diese Zwischenräume, die hier entstanden sind, irgendwie überdecken können. An sich müsste es ja genauso gehen. Ab hier dann erstmal wieder in die Ursprungsposition. Dann soll das so. Dann soll das so. Und dann soll das so. Nee, so soll's nicht. So. So, 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 so,
so, so, so, so. Ach, Kea. So. Ah, okay, es ist manchmal noch ein bisschen. So ist der Winkel. Ist so der Winkel? Also mit Steuerung kann man das fixieren und einmal drumherum fliegen. Um nach allen möglichen Dingen zu gucken. Und jetzt müssten wir es kürzer machen. Also quasi Shift gedrückt halten, um es kürzer zu machen. Und hier mal gucken, wo wir anfangen können. Das erste positionieren wir nochmal mit dem Grid. Aber jetzt ist es schon wieder in das Ding reingerutscht. Ja, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee, es tatsächlich auch reinrutschen zu lassen. Macht es noch einen Ticken kürzer und noch einen Ticken kürzer. Und noch einen Ticken. So. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Das steht dann so ab. Also wenn so eine Kante drin wäre, dann wäre es mir ja lieber, wenn sie genau andersrum drin wäre. Dass das obere Brett über dem unteren liegt. Also so ist irgendwie nicht gut. So. Ja. Wie habe ich das denn hingekriegt mit diesem Brett in der Mitte hier? Dieses. Welche Taste hatte ich denn dafür gedrückt? Weil das wäre ja jetzt quasi ideal, um diese langen Bretter in diesem Winkel, die man einfach ein bisschen länger macht, dann da reinpoppen zu lassen. Weil dann hätten wir genau das, was wir brauchen. Habe ich das gemacht mit 0? Oder mit Steuerung? Oder mit Enter? Oder mit F1? Und wir gucken nochmal. Mit Enter, glaube ich, hatte ich das gemacht. Steuerung, Enter. Nein. Wie habe ich denn das da rein fixiert gekriegt? Ach, 0 und Steuerung ist dasselbe, ja? Ach, schwierig, schwierig, schwierig. Ich habe das doch irgendwie aber hingekriegt. Wie habe ich das hingekriegt? Aber dann konnte ich es nicht drehen. Er hat mir das so da reingepoppt, aber ich war dann... konnte nichts mehr nachbearbeiten. So war das, ne? Tja... Schwierig, schwierig. Ich möchte natürlich auch ungern so rausgucken lassen, dass man hier so viele Überhänge hat. Wisst ihr, wie ich meine? Also mit ein bisschen mehr Mühe könnte ich mir vorstellen, kriegt man das einigermaßen vernünftig hin. Ist irgendwo auch noch wieder eine Kante geblieben. Das ist, weil ich mir auch nicht genug Mühe gebe. Ein Stück kürzer, jetzt wieder ein Stück. Oh, so viele Tasten. Grrr.
So. Ich glaube, ich bin zu schnell zu kurz geworden. Und die ist viel kürzer, deswegen. Hier muss ich ein bisschen länger. So. Ich würde die gerne dort. Ja. So. Tricky, 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 tricky. Ich glaube, jetzt passt mein Blickwinkel nicht mehr so richtig. Versuche es mal von unten nochmal anzubauen, bevor uns gleich die Zeit wegläuft. So. Holzplanke erfolgreich platziert und jetzt haben wir keine mehr. Das ist natürlich der Super-GAU. So. Aber in Vorbereitung dessen, dass ich ja wusste, was uns blüht, habe ich einfach schon mal wieder ein bisschen Holz gefällt und wir sollten eigentlich auch noch mal ein paar Stück bauen können. Mit 16 kommen wir sowieso nicht weit. Achso, ich habe ziemlich viel Holz. Ja, machen wir mal so. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Mal gucken, vielleicht haben wir Glück und kriegen irgendwie noch zumindest Teile von dem Dach fertig. Es fehlen ja nur noch 2,5 Seiten. Der Tag ist fast zu Ende. Wir müssen ein bisschen reinhauen, wenn wir zumindest die eine Seite noch fertig bekommen wollen. So. Zumindest ist der Winkel erhalten geblieben. Jetzt wieder an die Kante anpassen. Jetzt hier. So, und hier müssen wir jetzt ein kürzeres Stückchen reinmachen. Ja. So ungefähr. So ungefähr. Wenn ich jetzt nämlich hier unten stehe. Aua. Dann sieht das ganz schön kacke aus. Das sieht aber deswegen ganz schön kacke aus, weil die Länge der einzelnen Bretter jetzt natürlich zu sehr übersteht. Würden die einzelnen Bretter entsprechend kürzer sein, dann würden sie sich an der Schnittkante quasi treffen und nur so gerade eben überstehen. Und dann wird das besser aussehen. Und das ist natürlich viel Ausprobieren. Das ist sicherlich auch ein Stück weit Erfahrung. Aber an sich funktioniert das so ungefähr. Das heißt, man könnte jetzt alles wieder abreißen und jedes Brett einzeln nochmal irgendwie ein oder zwei Klicks, sage ich mal, kürzer bauen. Ist dann sicherlich auch noch eine Anpassungssache, wie breit mache ich die Bretter, also an wie vielen Stellen hängt es dann über. Dadurch kann ich natürlich die, wenn ich das Brett schmaler mache, kann ich natürlich auch verhindern, gleichzeitig, dass es an zu vielen Stellen zu weit überhängt. Dafür muss ich natürlich wesentlich mehr Bretter bauen. So. Aber wir haben es ein bisschen besser hingekriegt als beim letzten Mal.
Vielleicht werde ich irgendwann mal Profi noch da drinnen. Ich würde für heute aber erstmal sagen, gehabt euch wohl, macht's gut, eine schöne Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.